Ich gucke Topmodel voll gerne. No comment. I don't know. Kann die Haare aufzählen. Man merkt, ja. Also die, Du glaubst nicht, dass wir das wirklich wegpiepen. Du hast nämlich gerade nur blablabla erzählt. Erzähl doch mal, wie ist denn Heidi Klum? Ich habe eine gute Schule gehabt. Ich weiß, wie es läuft. Auch wenn ich sage, was ich denke und man sagt mir später, es wird rausgeschnitten, heißt das noch lange nichts. Deswegen, er drückt jetzt durch. Nee, du, nein, ich drücke nicht. Aber du sehen die Leute sind nachher draußen nur so. Es ist Misstrauen herrscht. Nein, ich bin vorsichtig. Uns. Außerdem, wer sagt, ich mache mehrere Dienstleistungen und dabei ein Playboy-Bild einspielt, nein. Dem vertraue ich schon mal gar nicht. Pass mal auf, Fiona. Dienstleistungen, du bist Moderatorin, Model und Actress. Und das sind nun mal ganz klassische Dienstleistungsberufe. Im Punkto dann natürlich im Hintergrund provokativ das Playboy-Bild eingespielt. Das war aus. Das lag nicht in meiner Macht, was da das Team draus macht. Lena, also du hast gesagt, du schneidest die Dinger. Würdest du dich für den Playboy aus? Mit iMovie. Nein. Wurdest du denn schon mal gefragt? Ja. Echt? Du wurdest schon gefragt, ob du dich für den Playboy ausziehst? Ich würde mich auch nicht ausziehen, aber ich wurde nicht gefragt. Ich auch nicht. Hallo, lieber Playboy. Ja, ich auch nicht. Doch einfach nur mal Charlotte für ihr Ego an. Hallo! Ja, weil es ist natürlich uncool von mir jetzt immer zu sagen, ich würde mich nie für einen Playboy ausziehen, wenn man auch einfach nicht gefragt wurde. Das ist ja so, wie wenn man ZDF Wetten, dass absagt, aber nicht gefragt wurde. Also, das ist genau wie Promi-Dinner. Wenn man das cool findet, dann ist es voll legitim. Ich finde, wir sollten einfach ein bisschen toleranter sein. Das ist doch voll in Ordnung. Wollen wir nicht alle zusammen beim Promi-Dinner mitmachen und danach Nein, den Playboy ausziehen? Nein, wollen wir nicht. Wir vier? Nur wir vier. Ich finde das total interessant, wie manche sagen, auf gar keinen Fall, nur über meine Leiche, egal für welches Geld, ich mache das nicht. Und manche sagen, ja, ich möchte das einfach nicht. Meine Mutter findet die Bilder schön. Zeigen. Aber meine Brüste hatte man ja sowieso schon gesehen. Ja, genau. Deswegen war es eigentlich völlig scheißegal, wer meine Nippel noch sieht. Weißt du? Ja, aber Lena, deine, also. Lena, dein? Ich möchte mich nicht für den Playboy ausziehen. Fertig. Ach so. Ja, er versucht dich jetzt gerade zu überreden. Du hast doch schon mal so eine nackte Fernsehaufnahme, habe ich in der Boulevardzeitung gelesen gemacht. Da war sie noch jung und unschuldig und brauchte das viel Geld. Viel noch jünger als jetzt. Dann zieh ich die Frage Und für zurück. Mich bedeutet das nicht, wenn man das einmal gemacht hat, dass man dann nicht mehr sagen darf, das würde ich nicht machen. Weil man nämlich auch viele Fehler zum Beispiel Und weil man auch seine macht. Einstellungen verändern Aber kann. Vielleicht finde ich es ja in 5 Jahren cool und sage, ich mache jetzt das Promi-Dinner. Und dann kann mir doch keiner sagen, ey, du hast mal gesagt, du machst das nicht. Man kann doch seine Einstellung, seine... Verändern, durchaus. Alles kann man doch Außer bei der Bild-Zeitung. Da darf man es nicht verändern. Aber wenn die zum Beispiel es geht doch hier allen in der Runde so, alle begeben sich in einem gewissen Maße in die Öffentlichkeit, die einen mehr, die anderen weniger, ja. Die einen machen damit, die anderen da. Ich komme hierher und werde mit Hitler verglichen. Also das Moment hier mal. Nee, also bitte. Nein. Sie sind schon der dritte Gast, der glaubt, dass er mit Hitler verglichen. Was ist denn das für eine... Ja, aber das ist doch der Punkt. Wenn ich in die Öffentlichkeit gehe, in so eine Sendung oder was auch immer, dann gehe ich ein Risiko ein. Ich weiß nicht, wie viele sozusagen aus deiner Staffel hinterher sagen, das war eine richtige Entscheidung, da mitgemacht zu haben. Also, ja, das ist natürlich eine Aussage. Diana zum Beispiel, die letzte Gewinnerin von Germany's Next Topmodel, hat sich ja mit Günther Klum, dem Vater von Heidi und dem Besitzer der Modelagentur, überworfen. Wie ist dein Verhältnis zu dem Vater von Heidi Klum? Auch da wird kein... Wie ist Heidi so? Wie ist das Verhältnis zu Klum? Aber das interessiert mich. Ja, weil wir wollen es wissen. Aber weil auch keiner darauf antwortet. Nee, aber das Schlimme ist, es ist immer die gleiche Frage. Heidi ist doch ein ganz normaler Mensch, wie jeder andere auch. Ich finde, wir sind niemand mehr wert als der andere da draußen. Die ist auch nichts Besonderes. Ich habe nur Respekt davor, was sie in ihrem Leben erreicht hat. Und das war's. Also, ja. Also. Okay. So. Spielen wir jetzt noch ruckzuck? Ja, bitte. Ja. Gerne. Du kriegst jetzt wieder einen Begriff. Nein, er hat doch den Begriff. Werner fängt an. Da müssen wir einmal so rum. Aber Lena kennt das Spiel. Das geht schon mit Aufstehen und Rumlaufen. Und dann müssen wir aber jetzt. Ja. Und? Erste Wort, dann tippst du ihm auf die Schulter und erklärst ihm, sagen wir mal, 40 Sekunden Zeit. Okay. Aber länger darf nicht sein. Okay, los. Dein Begriff heißt, Publikum kriegt's gezeigt, der. Moderator. Was bist du? Anzugträger. Doof. Was machst du hier? Moderieren. So, was bist du? Moderator. Okay. Ja. Wenn sich zwei Wirtschaftsunternehmen streiten, dann wird oft ein Punkt eingeschaltet. Ein Gericht? Jemand, der außergerichtlich zwischen denen vermittelt. Lauter. Mediator, Moderator? Ja! Ja. Weiter rum! Geh schnell rum! Lauf rum! Los! Die Zeit! Ja, wir machen 20 Sekunden länger, bis alle dran sind. Ja, den Job, den die beiden hier machen. Vermittler. Nee. Hat Lena schon gesagt. Aber trotzdem. Aber ganz gut.
sind vorbei. Also wir suchten den Begriff Moderator. Aber, und es gab einen Doppler drin. Aber jetzt mal kurz, Jan, das kann ja, das jetzt haben wir uns kann er ja nicht wissen, dass ich das schon aber so erkenne. Mir ist schon ganz schwindelig. Das war ja immer so, dass die Schlaueren bei Ruckzuck am Ende standen, weil die besonders kreative Ideen hatten. Nein, ich habe mal von Kandidaten erfahren, da gibt es einen Trick dabei. Die haben gesagt, beim ersten Mal nehmen wir das Leichteste, dann nehmen wir was Entferntes, dann nehmen wir Hauptwörter, dann nehmen wir Verben. Und die haben es ja geschafft, sonst hätte man ja keine 100.000 Euro da gewonnen. Und die haben es dann geschafft. Marc, oder? Mark glaube ich noch, ja. Reichsmark sogar noch. Reichsmark. Du, aber Werner Schulze-Erde, was ich ganz toll fand beim Familienduell, das war so, wenn eine Familie besonders lange dabei war, dann gab es irgendwann, dann hatte die Familie die große Ehre, mal dem Moderator Werner Schulze-Erde eine Frage zu stellen. Ja. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Also es gibt, wenn Gäste besonders oft sind, kann uns ja auch keiner eine Frage stellen. Und es war auch nicht abgesprochen, also muss ich sagen. Was war die krasseste Frage, die Ihnen da gestellt wurde? Die krasseste Frage? Ja. Ob ich letzte Nacht allein geschlafen hätte. Und? Ich war im Hotel. Süß, dass das noch krass ist damals. Damals, in den 90ern. Ja. Da waren wir noch artig. Ja, aber Sie sind, muss man mal sagen, Sie sind in den 50er Jahren. Ja, die war so hinterfotzig gedacht, wie man in Bayern sagt. Und, es geht immer nur währenddessen. Ja. Sag mal nicht. Ja. Und hinterfotzig kann man ruhig sagen, weil es kommt ja von der. Weil die hatten mit. Heute kann. Die hatten mich gesehen. Das ist toll, ne? Wegen nicht nochmal. Dankeschön. Jetzt hört man den dann die ganze Zeit nicht. Immer wenn sie drückt, dann... Ja, wir haben ja Geheimmikros. Haben wir ja vorher erklärt. Aber Werner Schulze-Erde, 36 Jahre, über 36 Jahre verheiratet mit einer einzigen Frau. Oh, ja. Das kann keiner von uns nachmachen. Andreas Altmann nicht, Sie, Herr Stahl, wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht. Wir beide auch nicht. Ja, nicht verheiratet. Ich habe lange gebraucht. Ich 21 ich Jahre erst. Aber mit der gleichen Frau zusammen seit 36 Jahren. Ja, gut. Wie die Frage ist ja nicht, dass ich im Leben bin, sondern die Frage ist immer, wie ich lebe und wie bin ich mit einer Frau zusammen. Es gibt ja Leute, die sind 100 Jahre zusammen und sie öden sich an, aber sie sind zu feige, auseinanderzugehen und sie sind zu verbandelt finanziell. Also das ist ja nun überhaupt nichts. Alt werden ist ja auch kein Verdienst. Aber es gibt ja noch Leute, die das für einen Wert halten, lange zusammen zu bleiben. Ja, aber mit Freude, mit Respekt gegenseitig. Das ist ja noch lange nicht darin eingeschlossen, der Frage, weil ich dabei bin. Ich glaube nicht bei Ihnen, dass Sie aus Respekt vor dem Nicht-Trennen mit deiner Frau zusammen bist. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte das nie gedacht. Ich war schon, ich sah zwar immer harmlos aus, aber ich habe auch nichts. Wir brauchen ja auch keine Angst haben in der Zeit. Ne? Das war viel Geld da. Kann ich das mal erklären, kurz, warum ich Sie sage? Ja. Weil ich vor ein paar Tagen im Flugzeug geduzt worden bin. Das ist richtig, ja. Von wem? Von ihm? Nein. Von der Stewardess. Die geht durch den Gang und sagt, möchten Sie noch was trinken? Kann ich Ihnen etwas zu essen anbieten? Möchten Sie Eis oder möchten Sie eine Zitrone dazu haben? Und dann kommt sie zu mir und ich habe mir schon mal was bestellt gehabt. Und dann sagt sie, kann sie mir das Glas geben? Und sing doch mal Satellite. Ja. Also, und das haben die schon mal gesagt, dass sie das machen sollen. Ja. Das sind so Situationen, die kennen wir alle irgendwo. Oder so bist du am Essen im Restaurant, gerade in der Halbzeit damals. Und dann kommen plötzlich und sagen, plupp, ruckzuck, und dann kommt das Essen raus. Und Viola, ey. Und dann bist du weißt du was, schlag mich ruhig, ja, genau. Mein Keule läuft. Aber es gibt bist ja du so allgemein gut und dann wirst du einfach geduzt. Es gibt aber auch junge Frauen, die sind beleidigt, wenn die gesiezt werden, weil dann ist auch wieder falsch. Und da sagen die, oh, sehe ich denn alt aus? Oder warum? Man weiß es manchmal nicht. Oder vielleicht dachte die, du bist eine Mitarbeiterin im Flugzeug. Für mich hat das was mit Höflichkeit zu tun. Nee, es ist ganz unangenehm, wenn man irgendwann gesiezt wird. Auch von Leuten, von denen man denkt, dass man gleich alt ist. Dann denkt man ist alt. Das erzählen die mir immer wieder. Ich finde das nicht blöd. Bist du mehr geduzt oder mehr gesiezt? Im Privaten? Jetzt mittlerweile mehr gesiezt. Seit dem zweiten Buch mehr gesiezt. Ich finde es cool, gesiezt zu werden. Ja, ne? Ich finde es ist immer schmerzhaft irgendwie. Wow, was für eine Granatensendung. Nach 52 Minuten noch keine einzige vernünftige Frage von den beiden sogenannten Moderatoren. Wenn der Hype ein bisschen vorbei ist und so, der ist jetzt ein bisschen vorbei, was machst du? Was hast du jetzt für Träume? Das ist aber eine schöne Frage jetzt. Das ist sehr, sehr, sehr journalistisch. Ich schreibe an meinem dritten Album. Schreibst du alles selber? Nee, aber ich bin bei allem dabei, wie das produziert wird und welche Takes genommen werden, die ich gesungen habe und so. Und das ist voll aufregend und das ist echt cool. Und es macht total viel Spaß und es wird richtig gut. Aber du schreibst dann mit anderen Musikschreibern zusammen, oder so? Wie findest du die?
Wie ich die finde? Ja, also nicht jetzt, wie gefallen dir die, über Internet. Sondern also wo hast du die gefunden? Es gibt zum Beispiel myhammer.de. Knuddels. Myhammer. Ja, wie findet man den Songwriter? Songwriter24.de. Ja, genau. Es gibt, ich habe einfach geschaut, welche Künstler ich super toll finde, was sich so anhört, wie ich das gerne hätte, in die Art, in die Richtung. Und dann habe ich die angeschrieben und habe gefragt, hallo, du schreibst doch deine Sachen selber, kannst du mir vielleicht helfen? Und dann sagen die entweder nein oder ja, gerne. Sagen auch manche nein? Ja, es hat einer nein gesagt, weil der nicht konnte. Ja, wer denn? Diese blöde Sau. Diese dumme Sau. Ich hasse den. Triffst du diese Entscheidung, entschuldige, dass ich noch mal frage, weil mich das schon interessiert, weil wenn jemand so da oben war, ein Idol für alle, du hast wirklich viele Träume, da haben ja alle von geträumt, du hast es erreicht. Und dann hast du dich beraten lassen und bist ein bisschen ruhiger geworden. Wolltest den ganzen Hype nicht mitmachen, dich so vereinnahmen lassen. Hast du gute Freunde, die dir da helfen? Offensichtlich die richtige Entscheidung zu treffen. Bewirbst du dich gerade? Nein. Als Freund? Als Freund. Nein, ich habe das gemacht, weil das Intuition war. Und ich glaube, man sollte immer das machen, wonach man sich fühlt. Und ich habe mich danach gefühlt, ein bisschen Urlaub zu machen und ein drittes Album zu schreiben und da so viel wie möglich dran selber mitzuwirken. Und das bedeutet sehr viel Zeit, wenn man das noch nie gemacht hat. Und deswegen dauert das jetzt so lange. Aber das heißt nicht, dass ich keinen Bock mehr habe oder nicht mehr will. Und ich möchte mal was fragen, Lena. Dürfen Sie ganz alleine entscheiden? Haben Sie es gehört? Das ist so nett. Aber wir kennen uns doch jetzt. Ja, wir können uns also jetzt Lena, nutzen. Darfst du ganz allein entscheiden oder gibt es Druck? Was darf ich? Ganz allein entscheiden, was auf das Album kommen soll. Ja, ganz alleine darf ich das machen. Selbst der kämpft mit Erfolg. Ja. Ich darf ganz alleine sogar entscheiden, wie meine Texte sind. Und ich darf die selber schreiben auch. Warum tun andere, ich kenne mich überhaupt nicht aus der Musikbranche, immer sich wieder beschweren, dass andere ihnen reinreden, die auch sehr bekannt sind? Warum ist das so? Ich glaube, das hat damit zu tun, entweder man lässt das mit sich machen, man hat vielleicht nicht die Kraft dazu, das selber zu machen, weil es auch sehr anstrengend ist, weil es sehr viel Arbeit bedeutet. Manchmal ist es leichter, andere Leute Sachen für einen zu machen und sich dann darüber zu beschweren. Manche haben ja auch gar nicht die Möglichkeit, oder? Also ich glaube, dass manche Künstler gerne wollen würden, aber die gar nicht die Möglichkeit haben. Ich glaube, haben. Es ist wirklich schwierig, das alleine zu machen. Jetzt kommt ein Zettel. Bestimmt ist die Sendung gleich vorbei. Ja, wir haben ja keinen Knopf im Ohr. Ich weiß. Abwürgen. Nein, aber dass der Produzent zu dir sagt, der Produzent sagt ich zu dir, ich suche mir ja die Produzenten nicht. Aus. Und wenn ich sage, ich möchte gerne mit dir produzieren und der sagt, das ist scheiße, dann sage ich, okay, dann produzierst du nicht für mich. Naja, okay. Sowas. Was wird da getuschelt? Genau, was tuschelt ihr? Was, du meinst, reizt du jetzt, was auf dem Zettel stand? Oder? Ja. Ach so, ja. Ich dachte, du wolltest jetzt was für die Allgemeinheit sagen. Na, ja, nein. Nee, aber ich habe... Wenn, na, willst du ja, wissen, was auf dem Zettel ich steht? Ich habe gesehen, ich habe doch ach so. Cool. Wir können es auch gerne nochmal zeigen. Denkst du, du hast den Zettel noch heimlich auf und ich komme nicht rein? Also, noch zwei können Minuten. Wir nochmal ruckzuck spielen? Noch 120 Sekunden, sich entweder den Arsch zu retten, also, oder mal voll nein, in die Scheiße zu reiten. Wir spielen noch eine Runde ruckzuck, aber oh wir fangen jetzt bei dir an. Ja. Dann machen wir was ganz Schweres, was bis Lena durchhält, bitte. Okay. Und nichts Perverses, bitte. Es war schon pervers genug. Ich hatte eine Schnauze. Aber das schaffen wir doch nicht in zwei Minuten. Egal. Wir können schneiden. Chris und Wurst. Ja! Ja! Das war eine Mischung aus Ruckzuck und Familienduell am Sonntagabend. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Schei. Entschuldigung, ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ich kann das überhaupt nicht erklären. Ich habe den, glaube ich, jetzt einfach voll festgenagelt, wegen all der anderen politischen Gäste, die so versagt haben. Und ich glaube, Andreas Altmann, der wollte was von dir. Ich weiß nicht was, aber irgendwas Sexuelles. Ja, von mir aus gerne. Ich glaube, Lena fand die Sendung irgendwie richtig gut. Ich glaub, also die hatte Spaß. Die hat sich prächtig amüsiert. Ja. Sag mal, hast du in deinen Gedanken einen Kaugummi im Mund? Ja, immer. Warum? Weil meine Gedanken Mundgeruch haben. Wir sollten uns nicht so viele Gedanken machen.